Thomas Gebhuit, der Autor des Buchs «Der Wurm muss dem Fisch schmecken» mit Power präsentieren und rhetorisch punkten. Du wirst es nicht glauben, aber es gibt noch weitere Tricks und Tipps, die ich dir mitgeben kann, damit deine Arbeit am Flipchart noch wirkungsvoller wird. Fangen wir gleich an. Weniger ist mehr. In vielen Fällen habe ich schon beobachtet, wie Referenten vorne stehen und ganze Sätze an den Flipchart schreiben. Das ist nicht nötig. In den meisten Fällen reicht es, wenn du Schlüsselworte hinschreibst. Damit kann sich das Publikum bestens an den Inhalt erinnern, den du ihnen mitgeben wolltest oder den ihr gemeinsam erarbeitet habt. Außerdem, eine Zahl reicht oft aus, um zu wissen, ob es sich um Millionen oder Hektoliter oder sonst irgendwas handelt. Indem dass du es ja auf der Tonspur erwähnt hast, brauchst du hier dann nicht noch dazu zu schreiben, ob es Millionen oder Hektoliter sind. Weniger ist mehr. Dann, TS, auf der Tonspur spreche ich, das bedeutet Thomas Gebhuit, ja, das Publikum wird sich erinnern, wofür es steht. Das reicht schon bereits aus. Oder dann, wenn ich zum Beispiel davon spreche, welche sind drei Faktoren, die wichtig sind, dass eine Aussage kongruent ist. Als erstes, die Worte sind wichtig. Als zweites, die Körpersprache ist wichtig. Und drittens, muss die Stimme übereinstimmen. Hier schreibe ich gerade mal den ersten Buchstaben und ich wette mit dir, dass du dich noch erinnern kannst, wofür die stehen. Das W steht für Worte, das K steht für Körpersprache und das S steht für Stimme. Also hier ganz klar, reduce to the max. In den meisten Fällen reicht es völlig aus, um das Publikum daran zu erinnern, wovon du gesprochen hast. Außerdem erhöhst du hier die Taktzahl, die Geschwindigkeit, wie du etwas festhalten kannst, um dich dann wieder deinem Publikum widmen zu können. Weil je öfter du beim Publikum mit Blickkontakt dabei bist, umso mehr wirst du sie wachhalten. Nächster Trick. Viele behaupten von sich, sie können nicht zeichnen. Das geht mir übrigens auch so. Oder nicht besonders gut wenigstens. Was kann man dann dagegen tun? Ganz einfach, nimm dir deinen Laptop und deinen Beamer, den Projektor, projiziere das Bild, was du dann zeichnen willst, auf den Flipchart, zeichne es mit Bleistift erstmal nach, um es danach, wenn dann die Präsentation stattfindet, nachzuzeichnen, und zwar mit dem dicken Stift. Machen wir gleich hier. Kleine Demo, wie sieht das aus? Und schon ist das Baby geboren. Du brauchst ja dem Publikum nicht zu sagen, dass du hier bereits vorgearbeitet hast. Ganz im Gegenteil, lass sie begeistert sein ab deinen Zeichnungsfähigkeiten. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ja, das ist in den meisten Fällen der Fall. Der Mensch denkt in Bildern. Ich empfehle dir drei Bücher, in denen da weitere Tipps gegeben werden, wie du Sachen eben bildlich visualisieren kannst. Das erste Buch nennt sich Sichtbar von Axel Rachhoff. Das zweite ist Visual Tools von Markus Wortmann. Und das dritte ist Picablo von Neuland. Alle drei sehr empfehlenswert. Schaff sie dir an, oder mindestens eines, und du kriegst viele Ideen, wie du Sachen malerisch, zeichnerisch darstellen kannst, ohne hier auf Worte und Buchstaben zurückgreifen zu müssen. Ich wünsche dir dabei